Hallihallo, ihr Lieben. Hier ist nochmal die Andrea aus Andalusien von andreawirk.com. Und jetzt möchte ich euch das Spanish Tarot Español vorstellen. Ich habe schon die Verpackung abgemacht. Das ist ein Unboxing, aber ich habe die Verpackung schon abgemacht. Zumindest die äußere. Ich nehme an, innen drin ist dann auch nochmal verpackt. Es handelt sich hier um ein Tarot, das ein Marseille angelehntes Tarot ist, was eigentlich auch wie das Marseille Tarot ist, aber eben die spanische Version. Das heißt, es hat andere Farben und es hat für mich auch fröhlichere Farben. Und da ich ja in Spanien lebe, habe ich gedacht, jetzt kaufe ich mir das spanische Tarot Espanol und nicht das Marseille Tarot. Das gefällt mir von den Farben nicht so, obwohl ich werde es mir wahrscheinlich auch noch kaufen, weil ich möchte jetzt auch weg, immer mehr weg. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Das sieht man ja an meinen Kartenvorstellungen. Immer mehr weg vom Rider White und immer mehr hin zum System von Marseille Tarot. Ja, ich hatte jetzt die ganze Zeit auch Decks, die so dazwischen lagen, ne? Die man dann so Pip-Decks nennt, wo man dann so noch so ein bisschen Szene hat oder wo man noch ein bisschen rein interpretieren kann. Aber jetzt habe ich hier ein Deck, was wirklich wie ein Marseille-Tarot ist. Und das stelle ich euch heute jetzt vor und dann machen wir jetzt das Unboxing. Also, es handelt sich um das Spanish Tarot Español. Es ist von Fournier. Ich weiß gar nicht, wie man es ausdrückt. Und ich glaube, es ist dann auch, die machen das immer fünfsprachig oder dreisprachig. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Zumindest ist es zweisprachig. Oh, guck mal, es ist sogar in Spanien hergestellt. Finde ich schon mal cool. Habe ich auch beim Amazon ES bestellt. Also beim Spanischen. Bestelle ich ja eigentlich auch immer. Es hat auf alle Fälle, ist auf alle Fälle zweisprachig. Vielleicht hat es sogar auch Deutsch. Ich weiß es nicht, werden wir jetzt sehen, wenn wir es aufmachen. Es ist in Álava, Spanien produziert. Wow! Das erste Tarotdeck aus Spanien. Finde ich ja auch spannend. Okay, dann machen wir mal auf. Es gibt. Genau, das ist. Ah, das ist sogar ohne Dings. Das finde ich ja cool. Also, es ist eine ganz normale Pappbox, nennt sich das. Also, so hier so eine Aufmachbox, die relativ fest ist. Würde ich mal sagen. Aber wahrscheinlich auch nicht ewige Jahre hält. Und sie hat da das Deck drin und ein kleines. Ein kleines Faltblatt. Also, die Box ist eine ganz normale. Also Tabbox nennt sich das auch. Ja, schon relativ fest. Ich habe schon lapperigere gesehen. Also man kann das da ganz gut aufbewahren. Dann fangen wir mal mit diesem kleinen Booklet hier an. Es gibt sogar Deutsch. Es gibt es auf, das ist auf Spanisch, Englisch, Französisch, Deutsch und Portugiesisch. Ja. Genau, und das wird dann hier so ganz komisch aufgemacht. Ah ja, okay. Also haben wir zuerst Spanisch, nehme ich mal an. Ah, hier haben wir sogar ein Inhaltsverzeichnis. Ziemlich klein geschrieben, da braucht man wahrscheinlich einige eine Lesebrille. Und das Inhaltsverzeichnis ist auf der ersten Seite mit allen Sprachen. Ne? Also da geht es dann was, warte mal, machen wir gleich mal Deutsch, das ist da unten, was ist Tarot? Die großen Arkanen, die kleinen Arkanen, Wahrsagung und Anleitung und Schema, was auch immer Schema ist. Diagramm. Und dann gehen wir gleich mal ins Deutsche. Ich gucke mal, wie es dann übersetzt ist. Weil manchmal sind die Übersetzungen ja blöd. Ich würde das jetzt natürlich auf Spanisch lesen, ist ja logisch. Ist ja das spanische Tarot. Okay, da fangen wir an. Was ist das Tarot? Ne, da wird eine kurze Erklärung gemacht. Was ist das Tarot? Dann geht es auch schon los mit den einzelnen großen Arkanen. Oh, das ist aber eine schöne Erklärung. Stellt den Geist dar, der nah. Oh, das ist eine ganz andere.
Das ist so eine richtige Weissagung-Geschichte hier. Da wird nämlich dem Narren Wahnsinn und Unüberlegtheit, Rücksichtslosigkeit und was weiß ich dargestellt, aber das würde ich jetzt gar nicht, den Narren sehe ich aber ganz anders. Hohepriesterin, die verborgene Weisheit, finde ich auch gut. Mal neue Sichtweise hier irgendwie. Das würde ich mir mal in Ruhe durchlesen. Es steht dann immer Wahrsagung in normaler Position. Zum Beispiel beim König der Kelche. Ich will jetzt mal eine Zahl machen. Ich will mal gucken, ob die hier auf schnelles Lernen bei der 8 der Kelche, Kunstfertigkeit, Unschuld. Bei der 8 der Kelche? Oder sind wir jetzt gar nicht. Ah, das ist hier ein bisschen verwirrend. Also man muss dann hier so aufschlagen. Und dann, ich war nämlich jetzt bei den Pentakeln, da passt das nämlich eher. So, dann sind wir jetzt mal hier bei der 5 der Kelche. Teilweise Verlust, Freundschaft ohne echte Bedeutung, Ehe ohne echte Liebe, Defekt, Erbschaft. Ja, hier ist die 5 anscheinend auch negativ. Also hier hat man nicht irgendwie noch eine. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass noch ein bisschen auf die Numerologie eingegangen wird, wird es aber nicht. Schade. 8 der Pentakel, da steht jetzt zum Beispiel, ja, Lernen, Kunstfertigkeit, Unschuld. Bei der 9 steht Realisierung und Unterscheidungsvermögen, Voraussicht. 10 ist Reichtum, Sicherheit. Was haben denn die Asse so? Perfektion, Erlangung, Wohlstand, Glück, Genuss, Gold. Also das Ass der Münzen. Okay. Ist schon anders als beim Rider White ein Stück weit, aber irgendwie fehlt mir hier noch ein bisschen so die Numerologie. Das Ass der Stäbe, Kreation, Anfang, Glück, Streben, Geburt eines Kindes, Abenteuer. Ja gut. Okay, also wir haben dann hier die ganzen deutschen, na wie heißt, Bedeutungen. Und dann haben wir hier das Schema. Was ist das Schema? Das ist das keltische Kreuz oder wie? Ja gut, das kann man sich ja dann in Ruhe durchlesen. Also ein kleines Booklet. Ich habe mich jetzt hier schon viel zu lange mit dem Booklet aufgehalten, aber ich wollte wissen, wie hier die Bedeutungen sind, weil ich ja mich da auch ein bisschen reinarbeiten will. Und hier wird anscheinend wirklich mehr, ja, es geht wirklich um Wahrsagung. Das gefällt mir jetzt nicht so, das Wort Wahrsagung, aber ich kann es ja für mich nutzen, wie ich möchte. Und ich glaube, die Karten kann man auch sehr intuitiv verwenden, wenn man sich schon ein bisschen mit Tarot auskennt. Ui, die sind sehr flutschig, die Karten. Ich merke schon, die flutschen mir so richtig aus der Hand. Ja, guck mal, die flutschig hier. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, die sind ein bisschen weniger laminiert. Wow, die kann ich gar nicht festhalten, so flutschig sind die. Die kommen jetzt hier mit zwei Extrakarten, ne? Wo nochmal steht. Also das klassische Tarot, was das Original-Tarot vom Spanisch-Tarot ist von 19, von 1700. Schade, heute hat der Fokussierungsprobleme. 1736. Also das ist von 1736 das Tarot, wurde jetzt natürlich neu aufgelegt. Ne? Also die Zeichnungen, die Grafiken sind von 1736. Ja. Ja, das war es auch schon. Okay, die Rückseite ist ganz normal, ja, würde ich sagen. Ich hätte mir gewünscht, dass es nicht so laminiert ist. Vielleicht sind ja die. Es gibt noch Karten, die man online beim Spanischen jetzt, in so einem spanischen eBay funktioniert irgendwie in Spanien ja nicht so, aber es gibt so eins, das nennt sich Todo Collection, also alles, was mit Kollektion zu tun hat, also mit Sammler, mit Sammler, ne? Da gibt es ganz viele von diesen alten Decks noch, die von, ich glaube, aus den 70er Jahren sind zumindest. Und ich glaube, die sind nicht so laminiert.
Vielleicht hätte ich mir da mal eins bestellen sollen. Das Laminierte gefällt mir jetzt hier irgendwie gar nicht. Okay, also sehr laminiert, sehr dick und fest und kleiner als das Original, also das Standard-Tarot, was so US Games immer rausbringt. Finde ich gut, dass die nicht so groß sind. Ich mag es nicht so groß. Genau, das war jetzt das. Und, oh, die flutschen mir echt hier weg. Krass. Dann fangen wir mal an mit den großen Arkanen. Ja. Also die sind tatsächlich, ich glaube, die sind genauso wie das Marseille, nur mit anderen Farben. Oder vielleicht, das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber sehr ähnlich wie das Marseille-Tarot. Und die Farben sind halt sehr bunt, obwohl die hier gar nicht so bunt sind. Also das Deck, was ich mir angeguckt hatte online, was aus den 70er Jahren ist, war kräftiger von den Farben des Grün. Naja. Also, wir haben hier den Narren, den Magier, die Hohepriesterin, die Kaiserin oder Herrscherin. Die hat sogar Engelsflügel. Ich finde die Gesichtsausdrücke hier so lustig. Der Herrscher. Der Hohepriester. Die Liebenden. Also beim Marseille-Tarot ist es ja so, dass die Liebenden eine Wahl bedeutet im Endeffekt, eine Entscheidung. Und man entscheidet sich hier für, deswegen sind hier drei Personen auf dem Bild, ne? Der Wagen. Die Gerechtigkeit. Der Eremit. Das Schicksalsrad oder das Glücksrad, die Kraft, der Gehängte, der Tod hat im Marseille-Tarot keinen Namen, ne? Wie ihr seht. Nur eine Zahl. Die Mäßigkeit, der Teufel, ich bin etwas enttäuscht von den Farben, ich dachte, die sind greller. Der Turm, den finde ich hier schön, der ist nicht so brutal, der ist irgendwie ziemlich sanft. Der Stern. Der Mond, die Sonne, das Gericht und die Welt. Und bei den großen Arkanen ist es so, dass hier jeweils das Spanische steht, ja, El Mundo, und hier oben The World, das Englische, ne? Hatte ich vergessen zu sagen. Also hier The Fool El Loco, The Magician El Mago. Ne? Aber für den Deutschen ist es ja uninteressant, obwohl wenn du Englisch kannst, dann kannst du das Englische ja durchlesen. Okay, das ist also, das waren jetzt die großen Arkanen. Dann machen wir weiter mit den kleinen. Und die sind eigentlich, warte, doch, die sind, oh, die haben eine schöne Energie. Irgendwie hat mir jetzt die Energie von den großen Arkanen nicht so gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war so dunkel. Ich habe gedacht, die sind heller.
Okay, fangen wir mal an. Fangen wir hier mit den Münzen an. Das ist das Ass der Münzen. Ja, das ist total schön. Die zwei der Münzen, da steht Tarot Fabricado Por Eraclio Fournier Vitoria España. Fournier ist das Spanisch, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also die zwei, total schöne Energie. Heute ist leider nicht so sonnig, irgendwie ist so dunkel. Ich hoffe, das kommt jetzt gut rüber. Die drei, die vier. Wow, die ist total schön. Oh, ich spüre gerade so richtig die Energie. Fünf. Oh. Sechs. Sieben, acht, neun. Der will nicht. Will nicht irgendwie. Zehn. Dann haben wir hier Sota de Oros, das ist der Bube. Die nennen das übrigens in Spanisch Oros, ne? Caballo de Oros, das ist der Ritter der Münzen. Reina de Oros ist die Königin der Münzen. Oh, die haben total schöne Energie. El Rey de Oros ist der König der Münzen. Dann haben wir die Kelche, das Ass, die 2, die 3, die 4, die 5, die 6, die 7, 8. 9 und die 10. Dann haben wir den Sota de Copas. Also Copas ist Kelche, ne? Das steht hier gar nicht drauf. Also der Bube der Kelche, der Ritter der Kelche. Die sieht ja geflasht aus hier, die Königin der Kelche. Die sieht ein bisschen übermüdet aus. Und der König der Kelche. Dann haben wir hier jetzt noch die Schwerter, Ass der Schwerter, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir nochmal, wo es herkommt, 6, 7. 8, 9 und die 10. Den Buben der Schwerter, den Ritter, Königin, die sieht ein bisschen wacher aus, und der König. Dann haben wir noch die Stäbe, die hier sehr, eher wie ein Knüppel aussehen. Die zwei der Stäbe. Die drei. Die vier. Die fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. 10. Den Buben. Den Ritter. Die Königin. Und der König. Und was mir jetzt aufgefallen ist, was ich nicht gesagt habe, ist, dass man
dass die Karten natürlich auch verkehrt rum lesbar sind. So, also man erkennt es nicht sofort, ne? Weil die Rückseite ist so rum und so rum gleich. Bei den Zahlen ist es so, dass hier man kann die auch verkehrt rum lesen, aber da, wo die Zahl unten steht, ist dann richtig rum letztendlich, ne? Ja, wenn die oben steht, ist es verkehrt rum. Ja. Und es steht hier nichts drauf. Man sieht also nur die Münzen und die Zahl. Ja. Bei den Zahlen. Bei den Hofkarten steht dann jeweils auf Spanisch Bube, Ritter, Königin und König der jeweiligen Farbe. Also hier ist es ja dann die Münzen, ne? Das muss man einfach noch dazu sagen. Dann ist mir aufgefallen, dass auch eine unterschiedliche Farbgebung ist. Wobei die haben auch grün. Also die Münzen haben ja eher so grün und gelb, ja, in der Farbgebung. Bei die Hofkarten weiß ich jetzt nicht. Das ist eher so orange, die Kelche und lila und auch mit grün ein bisschen, aber eher orange orientiert. Die Schwerter sind blau, in verschiedenen Blautönen, ja. Und die lassen sich echt, die flutschen mir echt aus der Hand. Die Stäbe sind grün, ja. Auch hier so bei den Hofkarten ist die Anordnung so ein Stück weit so. Also das finde ich nochmal interessant. Interessant ist ja auch, dass die Stäbe wieder grün sind. Das hatten wir ja schon bei Magic of Tarot. Da waren die ja auch eher grün gehalten. Und ja, finde ich aber cool. Also ich finde ja hier die Münzen, die finde ich total toll. Also ganz tolle Karten. Wir machen jetzt mal eine Legung. Ich werde dann auch mal im Buch nachgucken, was da steht. Die flutschen hier echt rum, die Karten. Das sind richtige Flutschkarten. Kann man nicht anders sagen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt mit dem Mischen hin. Nicht, dass die mir hier jetzt wegflutschen. Aber sie sind biegsam. Das ist schon mal gut. Also die lassen sich gut mischen. Sehr gut. Ja, das ist schon mal klasse. Ja, wenn die, aber die, also vielleicht flutschen sie dann später ja nicht mehr so, wenn man die so ein bisschen verwendet hat. Vielleicht nutzt sich ja dann das Laminierte ein bisschen ab. Aber im Moment sind die ganz schön flutschig. Guck, wie die flutschen. Ich finde ja auch hier, was ich schön finde, ist, dass es auf alt gemacht ist. Ja, es gibt ja Decks, die haben. Ich habe extra das Deck bestellt, was hier so ein bisschen vergilbt aussieht. Es gibt auch eins, was weiß ist, ne? Und ich mag es aber lieber vergildet. So, und jetzt machen wir mal eine kleine Dreierlegung für den Tag heute. Gucken wir mal, was so los ist bei uns. Eine flutscht schon raus, zwei flutschen raus. Und dann ziehen wir noch eine, nehmen wir die. Da haben wir die Herrscherin. Was ist das? Drei der Stäbe, der Schwerter und ich will aber noch eine andere haben. Ich will nicht nur Schwerter. Ich bin da jetzt eigen. Genau, nehmen wir noch die Kelche. Guck mal hier, wie das hier wegflutscht. Ich habe die auf einen Haufen gelegt und die flutschen runter. Also total flutschig die Karten. Ich wiederhole mich. Okay, wir haben hier drei der Schwerter. Wir haben hier sechs der Kelche. Ne, sieben der Kelche und wir haben hier die Königin, Quatsch, wie heißt sie denn jetzt, die Kaiserin? Und ich möchte jetzt gerne mal wissen, was die bei drei der Schwerter sagen, weil wie heißt es, im Rider-Waite ist es ja das Herz, ne, was da mit diesen drei der Schwertern ja, zerstochen wird sozusagen. Und ich weiß nicht, ob ich das anders hier interpretieren würde. Also, hier steht bei drei der Schwerter: Abwesenheit, Bedauern, Streit, Auslöschung,
Belustigung, Opposition, Verzug, ach so, Verzug. Also ich würde ja jetzt ohne Bild, ohne dass da eine Szene abgebildet ist, würde ich ja jetzt die drei der Schwerter so deuten. Das sieht man jetzt ja auch hier super gut in der Karte. Also die zwei Schwerter, die hier noch so sind, die ergeben mehr oder weniger eine Harmonie. Ja, die sind ja ein Kreis und es wird mit einem dritten Schwert durchbrochen. Und die 3 ist ja die Zahl, die immer sagt Wachstum. Also wo die 2 aufbricht, weil sie vielleicht zu statisch ist, zu stagnierend, ja. Und vielleicht ist man hier im Verstand, weil 3 Schwerter ist ja auch Verstand, vielleicht stagniert man zu sehr. Ja, man ist zwar irgendwie so in der grundsätzlichen Zufriedenheit, aber es stagniert. Also es darf mal wieder frischer Wind rein. Und die 3 und das dritte Schwert sozusagen, das bringt jetzt, es steigt ja auch nach oben. Also für mich ist das noch nicht mal jetzt eine leidvolle Karte, weil es steigt ja nach oben. Wenn das jetzt umgedreht wäre, dann würde es für mich bedeuten, dass es Leid ist. Wobei, dann müsste ich jetzt die Karten auch umgedreht lesen. Ne? Dann müsste ich die auch so verwenden, dass man so umgedreht liest. Aber es ist für mich eigentlich eher eine Karte, die sagt, dass jetzt so ein Stück weit die geistige Stagnation aufgebrochen wird. Das kann natürlich auch sein, dass es durch Leid aufgebrochen wird. Das sagt dann die Nebenkarte aus, aber das sagt im Moment keine von diesen Nebenkarten aus, ja. Oder ich ziehe jetzt einfach nochmal eine und gucke, ob es jetzt eher eine Leidaufbrechkarte ist oder eine Wachstumskarte. Und es ist eine Wachstumskarte. Also es ist jetzt so bei uns, dass wir aus dieser geistigen Stagnation jetzt rausgehen dürfen, ja. Da ist irgendwie, da fehlt es an Ideen, da fehlt es an klarer Kommunikation vielleicht auch oder Klarheit. Und vielleicht sogar im emotionalen Bereich. Wir haben ja hier die 7 der Kelche und die Kelche sind ja emotional und je mehr Kelche es sind, desto emotionaler ist es. Und die 7 ist ja eine ungerade Zahl. Und vielleicht ist es ja so, dass du gerade im emotionalen Bereich ein bisschen nicht ganz ausgeglichen bist und zu viel Emotionen hast. Und ich lese aber jetzt gerade mal, was da noch die Kelche sagen. Sorry, dass das jetzt so eine Holper-Sache geschieht, aber ich mache das auch für mich hier ein Stück weit, nicht nur für euch. Wo haben wir das denn? Das ist ziemlich, hier, ziemlich unübersichtlich. Also das Booklet ist relativ unübersichtlich. Fantasie, alberne Gelüste, beklemmende Gedanken, Erfolg, illusorisch. Also das ist auch so ein Stück weit, was das Rider White sagt, dass man halt ja so zu viel in der Fantasie ist, zu viel in zu viel oder auch zu wenig in seinen Tagträumen ist, dass man ja, da können die Emotionen ja auch und auf und ab gehen, dass man das Leben nicht realistisch genug sieht. Und in Verbindung mit dieser Stagnation des Geistes kann es sogar sein, du bist zu sehr mit deinen Träumen verhaftet, also man kann ja positiv mit Träumen umgehen und negativ in Anführungsstrichen, da ist jetzt zu viel Illusion dabei, weil du geistig stagnierst. Und durch das Schwert, das dritte Schwert, was jetzt hier noch die Stagnation aufbricht, hilft dir jetzt ein bisschen mehr Klarheit in dein Gewirr aus Visionen und Gefühlen und Wünschen und Träumen zu bringen, ja, im Endeffekt. Und die Sonne sagt mir jetzt auch nochmal, dass es eben auch positiv das Ganze stattfindet, dass jetzt so der Zeitpunkt ist, seine Visionen, seine Träume, seine Wünsche eben mehr in die Klarheit zu bringen und dann damit auch in den Erfolg und vielleicht sogar umsetzen zu können, ja. Weil wir haben hier auch noch die Herrscherin, die ja ganz deutlich auch im Tarot
Fruchtbarkeit bedeutet, ja, und Wachstum. Ja, und das ist ja eigentlich auch Wachstum hier, im geistigen Bereich allerdings. Das heißt, wenn du jetzt, deine Wünsche, Träume, deine Tagträume, Illusionen, Emotionen, die du hast, die du nicht einordnen kannst, die du die ganze Zeit noch nicht formen konntest, wenn du, jetzt ist die Zeit da, um da eben Klarheit reinzubringen und das Ganze in die Welt zu bringen und eben auch fruchtbar zu gestalten letztendlich. Ja, das sagt auch die Sonne. Ja, also deine Träume dürfen sein, aber eben, dass du das mit einem frischen Geist, ja, der jetzt, die Zeitqualität ist da für einen frischen Geist, der da, der das Ganze ordnen kann, der diese Stagnation ordnen kann und somit kannst du das in die Welt bringen und Sämchen pflanzen und letztendlich wachsen lassen. Ne? Und das Ganze wird dann auch Erfolg haben, weil die Sonne ist für mich auch eine Erfolgskarte. Also darfst du deine Träume jetzt sozusagen in Anführungsstrichen manifestieren, aber eben mit einem ganz klaren Verstand, mit ganz klarer Kommunikation, mit ganz klaren Ideen, die du nach außen bringst. Und die vielleicht auch erstmal, ja, wo du dich auch ausprobieren darfst, ne, im Endeffekt. Das sagen im Prinzip für mich jetzt die Karten. Ich gucke jetzt nochmal, was Sonne und, weil es ja so Spaß macht, Sonne und Herrscherin hier heißen, ja, Fruchtbarkeit. Ah, sie ist auch noch Intuition. Fruchtbarkeit als Ergebnis der Intuition. Das ist ja nochmal spannend, wenn man das nämlich jetzt in die Legung mit reinbringt, weil Kelche sind ja auch Intuition. Das heißt, dass du, wenn du jetzt deine Gefühle und den Verstand zusammenbringst und damit konstruktiv umgehst, dann kannst du daraus letztendlich auch was wachsen lassen. Also deine Intuition und dein Geist dürfen ruhig miteinander arbeiten. Ja? Der Geist darf nicht immer, soll nicht immer nur stagnieren, der darf auch arbeiten. Könnte man jetzt auch so sagen, ne? Und du deine Intuition verwendest, um deine Träume letztendlich zu verwirklichen. Ja, was haben wir jetzt hier bei der Sonne? Ich mache gleich mal Schluss, wir haben schon 30 Minuten. Ich will ja immer gar nicht so lange. Stell den Frieden des Geistes dar. Ah, und wir sind ja hier beim Geist. Das ist ja irre. Ja, Zufriedenheit, Realisierung, Frohmut, Erfolg, günstige Beziehungen, Liebe, Freude. Ja, das ist eigentlich das, was ich gesagt habe. Ja, wunderbar. Nutz den Tag, um oder die Zeit jetzt, um aus deinen Visionen, Träumen, Wünschen, Emotionen und das, was du intuitiv weißt, was du zu tun hast, was dein Seelenruf letztendlich ist, nutz diese Zeit jetzt und bring die ganz klar und setz sie in ganz klare Ideen um und bring es ganz klar raus in die Welt und lass es fruchten, ja. Ja, das ist so die Aussage. Toll, die Karten sind total schön. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, auch an das Flupsige hier. Aber die sind total schön und oh, die flutschen mir hier echt weg. Total krass. Die haben eine schöne Energie, eine total wunderschöne Energie. Eine ganz tolle Energie, total fröhlich und warm und weich. Und ja, ich muss mich natürlich jetzt hier mit diesen Nicht-Zähnen-Bildern noch beschäftigen. Vielleicht lese ich die auch gar nicht intuitiv und gucke ein bisschen rein, was das Buch sagt, weil sonst sind sie bei mir alle positiv. Oder ich muss dann tatsächlich auch verkehrt rumlesen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, das sind also diese wunderschönen Karten. Den Turm finde ich ja auch toll. Die haben eine ganz tolle Energie. Mal was anderes. Und die Farben gefallen mir besser wie beim Marseille-Tarot. Ich werde mir auch noch ein Marseille-Tarot irgendwann kaufen. Vielleicht die kleine Version. Dann kann man das mal vergleichen. Aber wer an Marseille interessiert ist an dem System, ich empfehle einfach auch jetzt mal das, weil es einfach so freudig ist.
so von den Farben her wirklich unheimlich freudig, ja. Okay, und wie gesagt, die Beschreibung ist auch auf Deutsch, ja, ne, hier. Und hier ist es natürlich nicht auf Deutsch, aber bei den großen Arkanen halt auf Englisch zumindestens. Und bei den kleinen, ja gut, man weiß ja, man lernt dann schon, dass das hier der König ist und das hier der Ritter. Und man ist ja nicht, also man kann das ja schon intuitiv letztendlich sehen, ne? Wir hatten doch gerade die Sonne, die war so schön. Oh, guck mal, die ist auch schön. Die 7 der, die 8 der Münzen. Die Münzen finde ich hier in dem Deck total schön. Ja, okay, ihr Lieben. Lange gequatscht, kurzer Sinn. Also, das war jetzt die Vorstellung vom Spanish Espanol Tarot, was Marseille ist, Marseille-System. Und ja, wer Interesse hat, der, also ich empfehle das, es war jetzt auch nicht so teuer. Ich glaube, es hat 17 € gekostet oder so. Also unter 20 € auf alle Fälle. Und ja, ich freue mich über Feedback, wie euch das gefällt. Vielleicht hat es ja auch schon einer. Und danke, dass ihr zugeguckt habt, ne? Und wenn ihr liken mögt, dann liked mich gerne. Ja, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, habt einen schönen Tag. Tschüss.